Alles klar, und wir kommen ins erste Level, Monte Bianco. Das mache ich natürlich gerne mit Vergnügen. Und mal sehen, da steht er. Hat da schon wieder so eine Schandtat hingebaut, das gibt's doch nicht. Okay, ein ganz neuer Ort ist es also. Hier scheint wenigstens die Sonne. Und hier können wir gucken. Wir können da leider nicht rüberspringen, unsichtbare Wand und so. Und da hinten haben wir so ein... das sieht man von hier gar nicht, im Freizeitpark. Und da hinten ist Piazza Delfino. Von da sind wir hergekommen, mit einem super Highspeed. Also muss man echt überlegen, dass es da echt unten liegt und wir da oben in den Bergen sind. Und plötzlich einfach rumstehen. Hier laufen die Leute rum und da oben haben wir eine große Windmühle und Wasser ist hier. Und Münzen liegen auf der Straße. Ein fantastischer Ort. So muss es sein. Und, oh, wie komme ich denn darüber? Ach, das wusste ich doch, dass Mario sowas drauf hat. Keine Sorge, so Sachen wie die Verstecke und blaue Münzen, um die kümmere ich mich noch. Also falls ihr es jetzt echt zu Herzen genommen habt, schreibe ich in die Kommentare. Dann wartet damit noch ruhig, weil das sind Sachen, um die kümmere ich mich noch auf jeden Fall. Aber jetzt will ich erstmal das erste Kapitel hier machen. Oh, alles klar. Boah, Mensch. So, einfach da oben rauf. So, und... ganz intelligenterweise. Oh, was war's für ein M? Ey, oh, jetzt bin ich runtergefallen. Egal. Da mache ich erstmal ein bisschen sauber. Putzen, putzen und so. Hier haben wir zum Glück Wasser. Da kann ich mich wieder auffüllen, wenn es mal dazu kommt, dass ich out of Wasser bin. So. Okay, frisch sauber machen. Ey, das habe ich gerade geputzt, Mann. Was soll denn das? Guck mal, der macht dir einfach alles wieder schwierig. Okay, boah, und ich werde ja... oh, okay, ab ins Wasser. Und magischerweise, nur wenn ich mit einem Fuß reingehe, wird auch mein Gesicht wieder sauber. Und das Ding, das spuckt ja einfach die ganzen Dinge aus. Und das, so geht das natürlich nicht. Boah, boah. Und im Wasser lösen sie sich so, schon ziemlich auf. Also erstmal muss ich hier raus. So. Und jetzt hau die ganze Wasserladung rein. Boah. Und da kommt noch so einer raus. Okay, altes Spiel, das kennen wir. Zum Glück muss man nicht alle Sonnen, ich sag mal Sterne dazu. Zum Glück muss man nicht alle Sonnen auf jeden Fall so bekommen. Also denkt nicht für die, die das Spiel noch nicht kennen, dass wirklich immer so ein Viech zu besiegen ist. Und auf jeden Fall wird jetzt alles frei. Und boah, ein neuer Berg entsteht einfach mal. Also zumindest neue Hügel. Einfach mal so. Und der Typ, der hat sich schon längst verzogen. Das gibt's doch nicht. Tja, dann bleibt mir wohl nichts übrig, als... naja, das an mich zu reißen. Okay, Mario ist noch leicht verschmiert. Man sieht's an der Nase. Kacke an der Nase. Ja. Und auf jeden Fall sind wir da auch wieder zurück. So, habt ihr ihn vermisst? Boah, Mario sieht echt beknackt aus ohne Mütze. Alles klar, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal ein bisschen hier rum, auf der Hauptinsel quasi. Das ist sowas wie das Levelmenü. Da gibt es natürlich auch eine Menge Geheimnisse zu entdecken. Fangen wir doch mal an mit blauen Münzen. Hier sehen wir schon eine blaue Münze, aber die ist irgendwie da eingesperrt. Das ist voll nicht cool, Mann. Also, wie wäre es, wenn ich da einfach mal herschwimme? Und dann einfach von hinten da rein. Boah, wie mache ich das nur? Natürlich nur jahrelange Erfahrung. Und dann war's. Das ist eine blaue Münze. Sammelt 10 und statte im Bootshaus in Piazza Delfino einen Besuch ab. Richtig. Und bei immer 10 blauen Münzen können wir das gegen einen Stern, eine Sonne eintauschen. Meine Güte. Ah, das wird mir in diesem Let's Play bestimmt noch oft passieren. Da ich das verwechsel. Stern und Sonne. Auf jeden Fall gibt's ja auch ordentlich viele. Gucken wir uns einfach mal hier weiter um. So, hier sehe ich, glaube ich, gerade nichts, aber... Moment mal. War denn nicht... Moment. So. Ach ja, hier haben wir so ein komisches Zeug hier. Da ist eine blaue Münze, aber ich krieg sie nicht, weil das ist so eine komische Masse. Die kriege ich so mit Wasser nicht weg, sondern mit etwas anderem. Und das ist super geheim, das verrate ich euch nicht. Na, dann rennen wir mal weiter auf den Dächern rum. Na, ich glaube, hier gibt es auch nichts zu entdecken, obwohl da hinten kommt man hin. Oh, wie bin ich denn hier gelandet? Hey, was willst du denn? Red mit mir.
Hallo, möchtest du gegen ein geringes Entgelt arbeiten? Ich möchte, dass du mir Obst bringst. Mich gelüstet ist nach Ananas. Bring mir 3 Stück. Einverstanden? Wirf das Obst hier in den Korb. Okay, das mache ich natürlich. Zwar nicht mit Vergnügen. Oh, die beiden Streithähne. Lass mich mal vorbei. Aber, das war auch direkt hier auf der anderen Seite. So, so Ananas. Hier haben wir Ananas. Das Blöde ist, wenn wir eine Frucht tragen, die sind so groß und so fett und so schwer, dass wir dann unsere Wasserdüse nicht mehr einsetzen können. Ja, dann müssen wir so lange da immer drauf verzichten. Jetzt muss ich hier irgendwie hoch zum Korb. Ja, jetzt muss ich erstmal geschickt werfen. Boah, oh, ich habe getroffen. 3 Stück. Wieso auch immer der Korb da oben liegt, wenn die jetzt essen will. Mal ernsthaft. Oh, okay. So. Ananas 2. Eigentlich sind das hier Obsthändler und eigentlich verdienen die ihre Brötchen ja damit sowas. Aber ich klau die mir einfach mal zusammen. Was mache ich denn hier gerade? Ich will hier runter, ey. Gut. So, und jetzt wieder gekonnt drauf werfen. Und... Yes. Perfekt. Und noch eine allerletzte. So. Fantastisch. Okay, wo ist denn unsere gute alte... Ne, hier war das, ne? Genau. Da, wo noch die Sonne scheint. So, das hier sieht auch ein bisschen aus wie Ananas, finde ich. Naja, wohl anders. Also das untere von der Ananas auf jeden Fall. Ist aber natürlich keine Ananas. Gut, dann werfen wir das auch noch da rein. Oh, episch daneben geschmissen. Warte, können wir besser? Achtung, komm Mario, du bist der Basketball-King. Nein, knapp daneben. Oh, jetzt habe ich sie abgeschmissen. Ups. Ja, halt's Maul. Komm, ich will die nur aufheben. Zu blöd, dass es auf dem gleichen Knopf liegt wie... Moment, ich könnte die aber auch zu meiner Hilfe nutzen. Moment. Hey, Mann. Nix so ungut, aber... Ups. Ja. Jetzt muss ich die nur noch da reinlegen. Ich glaube, das ist zu klein, damit ich hier ablegen kann. Ich muss irgendwie... So an den Rand da dran. Ja. Jetzt vorsichtig umdrehen. Okay, Moment, das muss da drin landen. Na, es ist auch nicht drin. Das ist drin. Und die Frau ist sichtlich erfreut. Höhöhö, danke, Schatzi. Und es gibt eine blaue Münze zum Dank. Das ist doch geil, oder nicht? Alles klar, damit hätten wir schon 2 Stück von... Ach, wie viele gibt es denn? Ich glaube, waren das 200 oder so? Oh, und da ist eins dieser Ems. Also, auf die müssen wir immer schön aufpassen. Das müssen wir weghauen. Und dafür gibt es auch eine blaue Münze. Ich gehe jetzt einfach auf Ort fahren, ohne speichern. Schaffe ich schon. In der Zeit wird mir es schon, denke ich mal, nicht abstürzen. So, und dann... Ach, wie wär's, wenn ich jetzt erstmal wirklich hier bleibe? So, mich möchte es mir Obst bringen. Und zwar Bananen. Okay, wir bringen hier 3 Bananen. Also das gleiche Spiel wie eben. So, wo finde ich denn... Okay, das ist eine riesen Ananas, aber keine Banane. Wo finde ich eine Banane? Eine Banane finde ich... Moment, da war auch Frucht, ne? Ups, jetzt habe ich mir wehgetan. Aber das ist eine Birne. Keine Banane. Das ist irgendwie blöd. Na, machst du wohl einen super tollen Sprung. Hier. So, also runter hier. Wo ist die Banane? Da hinten sind die Bananen. Ich könnte natürlich auch hier so entlang laufen. Ich glaube, würde sogar ein bisschen schneller gehen. Na, wo ist denn jetzt die Tante hier? Ne, Quatsch. Die war doch... Hier war sie, genau. So, und rein damit. Und die Dinger verschwinden magischerweise dann. Aber sie will ja 3 Stück haben. Also, Hinweg ist natürlich noch viel einfacher, weil wir uns da ein bisschen hoch tricksen können. Aber auf dem Rückweg, wo ich könnte auch so machen... Dann bin ich eigentlich auch schneller unterwegs. Tja, wenn man weiß, wie es geht. Okay, ey. Das muss schon rein hier. Fantastisch. Also, das war Nummer 2. Und einfach nochmal rüber. Und Nummer 3 folgt dann zugleich. Also mal hier hoch. Ist natürlich nicht ganz... nein! Oh, okay. Blöd gelaufen, aber... Pff. Eigentlich scheißegal. Ich meine, ich komme ja so oder so an.
So, Mission complete. Na los, gib mir meine dreckige Münze. So, 4 Stück haben wir schon. Nicht schlecht, oder? Hier haben wir so Fässer. Die sind ziemlich cool, weil die kann man nehmen und schmeißen. Ich sagte nehmen und schmeißen. So. Und überall klatscht das Wasser hin. Ich kann natürlich auch drauf springen. So. Eine ganz tolle Spaßaktion. Okay, dann gehe ich mal hier entlang. Was ist denn das? Oh Mann, da drin sehe ich auch so eine Sonne. Aber die Tür, die kriege ich momentan noch nicht auf. So was Blödes. So, hier ist eigentlich nichts. Oh, hier liegt eine Birne rum. Das ist echt geil. Kiste. Ohoho, da haben wir wieder ein böses Schandwerk entdeckt. So. Das war Nummer 5. Jetzt muss ich irgendwie wieder runter. Wie wär's? Hier. Oder einfach drumrum. Ist natürlich auch eine meisterhafte Lösung. Dann komme ich hier hin. Boah, was ist denn das für eine coole... irgendwas. Die Reparaturen sind schwierig, das kann ich dir sagen. Ich brauche noch Zeit. Ok. Dann sehe ich mich mal hier ein bisschen um. Was ist denn hier so hübsches? Eigentlich nix. Okay. Dann hier. Oh, da ist eine Frau. Oh je, das weiß ich sogar noch. Das ist gar nicht so einfach. Möchtest du gegen ein geringes Geld arbeiten? Ich möchte es mir Obst bringen. Und zwar Durians. Bring mir 3 Stück. Ja. Und bei den Durians gibt es ein kleines Problem. Man kann sie nicht tragen. Man kann sie nur... na, quasi schießen, wie ein Fußball. So, wo waren denn welche? Ich glaube, hier unten habe ich welche gesehen. Ja, hier. Das heißt, ich darf die jetzt immer richtig schön... rumschießen. So, und jetzt muss ich es irgendwie damit... na, Vorsicht, die dürfen nicht ins Wasser, sonst sind sie verloren. Und rüber. Nein! Ah! Nein, so wollte ich das gar nicht machen. Ich wollte dabei springen. Okay, das machen wir jetzt nochmal. So, mit einer würde es ja vollkommen klar gehen, aber dreimal... ah, das ist ganz schön nervig. Vor allem bin ich ja jetzt noch so... unkoordiniert und hole immer daneben. Also nochmal... okay, irgendwie springt Mario nicht, wenn ich es will. Das probieren wir einfach noch. Was? Okay, land's einfach mal da oben. Das ist auch geil. Also noch einmal. Und... nein! Was? Oh Mann, das ging aber ordentlich daneben. Oh, es ist noch da. Ist ja geil. Frage ist nur... oh, fuck, jetzt ist es weg. Okay, ich hab's ganz schön versaut. Moment. Das muss doch... darf ich doch mal bitten hier. Das muss doch zu machen sein. Okay, das ist schon mal ganz verkackt. Gib mir die nächste. Also, oh, komm schon. Hier, hier, hier und... ach Mann, wieso springt der immer so spät erst? Das muss eh wieder am Controller liegen. Mann. Also... das ist einfach nur das Lampenfieber. Offscreen könnte ich das bestimmt super souverän. Aber hier... ja, so will ich das. Und das Ding landet drüben. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie den Hügel da hoch bekommen. Na gut, ein Hügel ist ja nichts, einfach nur ein Aufstieg. Okay, jetzt muss ich die Treppen hier hoch. Und dann da rein. Na, gehen wir aus dem Weg. Und er ist drin. Jawohl. Einer von 3. Scheiße. Oh Mann, das wird jetzt eine Aktion. Na, wer weiß. Vielleicht kriege ich die anderen beiden ja doch schneller rein. Also die gleiche Aktion jetzt noch einmal. Geh mir aus meinen Weg. So. Auch wenn ich so komisch ausspreche. Na also, läuft doch. Weil ich es einmal hier raus habe, läuft's doch. Alter, wo habe ich den hingeschossen? Ey!
Okay, der ist weg, oder? Komm schon. Ah, fuck. Okay, da darf ich natürlich nicht zu fest dazu hauen, weil... Ja, dann verschwinden die schon auf mysteriöse Art und Weise. Tolle Scheiße. Ja, dabei hatte ich schon fast. Okay, egal. Wie gut, dass euch das hier nicht langweilt, weil mich langweilt sowas ja auch nicht, die ganze Zeit immer das gleiche zu machen. Nein! Och, Mensch! Okay. Wieso kommt die nicht und holt sie sich selbst? Oder wieso ist Mario zu blöd, um die in die Hand zu nehmen? Nein, wieso springt das dann so? Oh. Komm, respawn. Na los. Mach schon. Okay, jetzt vorsichtig. Nochmal vorsichtig. Und rüber. Okay, und jetzt? Moment. Richtig abziehen und rüber. Nein, das hat nicht gereicht. Sowas. Nein, nein, och. Das ist dann wieder zu lasch. Moment, den muss ich irgendwie... Boah, geile Skills. Aber da will ich ihn gar nicht hinhaben. Da, der ist da drüben gelandet. Ich hab's gesehen. Boah, fast genau davor. Nicht schlecht. Und jetzt ein perfekter Schuss. Und fertig. Naja, fertig. Das hätte ich gesagt, wenn es jetzt wirklich fertig wäre. Aber einer wartet noch. Oh ja. Okay, los. Letztes Stück. So, Moment. Vielleicht schaffe ich sie diesmal sogar auf Anhieb. Das wäre sogar mal ein Ding. Okay, vergesst das. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Das habe ich nur gesagt, damit es nicht klappt. Doppelte Logik. Was? Ey. Verarsch mich nicht. Und bäm. Rüber. Oh, das war schon ziemlich knapp, glaube ich. Theoretisch könnte ich das Ding einfach nachspritzen hier. Dann würde er auch hier rüber gehen. Oder dann würde ich ihn nicht mal hier zum Beispiel rübergeschossen bekommen oder so. So, okay, jetzt hier. Moment. Perfekt. Abzielen und rüber. So, gib mir nie wieder so eine ekelhafte Mission, Mensch. Los, gib mir meine Münze. Das speichere ich sogar, falls ein Holocaust ja auch immer auftaucht. Oder ein Stromausfall. Aber was eigentlich beides nicht mal unbedingt der Fall sein sollte.